Der Tag des Urteils DOC in Leipzig, ein schwarzer Tag in der Geschichte der Stadt Remscheid? Schwarze Tage sehen anders aus. Es ist kein guter Tag, weil es ist eine riesige Chance, die unsere Stadt hatte. Lennep, die ganze Stadt, die Region. Ich habe heute noch mit einem Amtskollegen einer unserer Nachbarstädte gesprochen. Da ist eine riesige Chance verloren gegangen und das ist, sie kommt nicht so schnell wieder, dass jemand mindestens 170 Millionen Euro mitbringt, investiert, Arbeitsplätze entstehen, der Tourismus angekurbelt wird, Hotellerie, Gastronomie, alle davon profitieren. Das ist wahrlich kein guter Tag. Der Investor hat schon viel investiert, aber die Stadt Remscheid auch. Kann man das beziffern? Wir haben einige Vorleistungen getroffen, was die Infrastruktur betrifft, insbesondere auch was die Verlagerung von Schule und Feuerwehr betrifft. Da war aber immer klar, dass wir diese Maßnahmen machen mit Blick auf die Verwertung der bisherigen Flächen. Infrastrukturmaßnahmen im Straßenbau mussten wir ohnehin machen, da stand ohnehin an. Also das ist kein verlorenes Geld und insofern ist das völlig okay gewesen, dass wir das im Vorgriff gemacht haben. Auf eine von uns natürlich erwünschte, gehoffte, positive Entscheidung bei den ganzen Gerichtsverfahren. Also anders wäre das Ringrader Straße-Projekt nicht ausgefallen sonst? Wir hätten ohnehin die Kreuzung machen müssen, weil sie ja völlig überfordert war in der alten Struktur. Und der Flüsterasphalt auf der Ringstraße, ich glaube, darüber freuen sich die Nachbarn mit Sicherheit, auch unabhängig davon, ob ein DOC kommt oder nicht. Ich habe mir das Urteil, soweit das Gericht es gestern mitgeteilt hat, mal durchgelesen. Ich muss gestehen, verstanden habe ich es nicht. Können Sie es mir vielleicht in Ihren Worten mal erklären? Also dieses Urteil zu verstehen, da scheitern selbst Juristen dran. Ich versuche es mal ganz vorsichtig. Das Gericht hat, so habe ich es verstanden, gesagt, ein grundstücksbezogener Bebauungsplan ist für eine solche Maßnahme nicht möglich, weil auch nur ein Investor da ist. Es sagt darüber hinaus, man hätte eine solche Planung so machen müssen, dass es für mehr als einen Investor möglich gewesen sein müsste, dort ein solches Projekt zu realisieren. Das in etwa ist die Botschaft. Es zu verstehen, ist sehr schwierig, denn wir haben ja von Anfang an, seit 2012, mit den renommiertesten Kanzleien im Bereich Bau- und Verwaltungsrecht zusammengearbeitet, um dieses Verfahren abzustimmen und jeden Schritt juristisch mehrfach, nicht nur im Hause, sondern mit entsprechenden Anwältinnen und Anwälten abgestimmt. Und auch MacArthur hatte nun wirklich sehr exponierte Juristen in dem Verfahren mit dabei. Und wir waren uns bis zum gestrigen Urteil eigentlich einig, dass das, was wir gemacht haben, völlig okay war, zumal in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Auslegung durch die dortigen Oberverwaltungsgerichte anders waren als in Münster. Ich darf daran erinnern, als wir haben den Satzungsbeschluss 2016 gefasst und die rechtliche Auslegung, auf die sich Münster dann später bezogen hat, kam vom Bundesverwaltungsgericht 2019 im Oktober. Und diese Interpretation von Münster unterschied sich jetzt nochmal von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Also das ist, Kollegin sagte mal dazu, das war Juristerei am Hochreck. Ich glaube, das war Hochreck ist noch zu gering. Aber es ist eine sehr formale Entscheidung gewesen, die bei allen Beteiligten gestern in Leipzig, sowohl bei MacArthur als auch bei uns, als auch bei den Juristen beider Seiten auch auf ziemliche viele Fragezeichen gestoßen ist. Man sagt ja vor Gericht, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber in diesem Fall hätten Sie ja ein Weissager sein müssen, um vorauszusagen, wie sich die Gesetzgebung ändert. Ja, dann sagt wahrscheinlich das Gericht, das hättet ihr wissen müssen, das wäre schon immer so, das wäre nur eine Auslegung eines ohnehin geltenden Rechts gewesen. Wie gesagt, dass in anderen Bundesländern anders entschieden worden ist, macht das Ganze so schwierig. Ich darf daran erinnern, in anderen Bundesländern ist auch die Zentrenorientierung bei Outlet-Centern nicht so krass wie in Nordrhein-Westfalen. In Bayern und in Schleswig-Holstein habe ich Outlet-Center besucht, um mir ein Bild zu machen. Die sind JWD, die sind ein paar Kilometer aus der Stadt raus. Was war bei uns
sonst hätten wir es längst an der Blume stehen, nicht möglich. Also es gibt ja dann ganz offensichtlich noch unterschiedliches Landrecht. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen über 10 Jahre, mindestens 10 Jahre, jeden Schritt juristisch innerhalb des Hauses, außerhalb des Hauses abgestimmt. MacArthur ist ja auch kein Neuling im Geschäft. MacArthur ist nun wahrlich kein Neuling und die haben ja auch im Neumünster-Verfahren gehabt, die im Bundesverwaltungsgericht durchgeurteilt worden sind und dort auch positiv beschieden sind. MacArthur hatte schon mehr als eine Kröte zu schlucken, genauso wie wir auch, was die zeitliche Dauer dieser Verfahren betraf, denn im April jährt sich zum 5. Mal die Erteilung der Baugenehmigung. Aber im Nachhinein wissen wir alles besser und sind wir angeblich alle schlauer. Im Augenblick stehe ich noch davor und warte mal auf die schriftliche Urteilsbegründung, die wird noch ihre Zeit dauern. Es gibt niedere Gerichte, die bringen schon mal einen Lösungsvorschlag, zum Beispiel im Zivilverfahren. Gibt es auch Vergleiche, jede Menge. Aber hier ist ein Gericht, das lässt den Kläger total auflaufen. Es war auch gestern nicht noch mal ein Streitgespräch oder eine Diskussion zwischen Gericht und den unterschiedlichen Parteien, sondern die Parteien konnten vortragen. Das Gericht hat sich in der Bewertung sehr zurückgehalten, sprach von einem rustikalen Verfahren oder rustikaler Befassung des OVG Münster in der Begründung des Urteils von vor über einem Jahr. Und die Verhandlung war ja nach 75 Minuten zu Ende und ich hatte nicht den Eindruck, dass da nochmal gerungen wurde oder nach Kompromissen gesucht wurde, ob man Dinge noch mal beheben konnte, sondern beide Parteien haben vorgetragen zu den beiden Punkten, nämlich die Frage der Genehmigung des DOCs und die Frage der Ansiedlung von 20% der Handelsflächen im ersten Obergeschoss. Das waren die beiden kritischen Punkte. Über die eigentliche Klage des Klägers ist ja nicht ein Wort gesprochen worden. Umwelt, Autoverkehr und Ähnliches, das war gar kein Thema in dem Verfahren. Es ging wirklich nur eine reine Interpretation des Baurechts. Und diesen Bebauungsplan, der ja mal genehmigt war, den könnte man jetzt nicht in diesem einen Punkt verändern, sondern man müsste das ganze Verfahren völlig neu auflaufen lassen. Man müsste ein komplettes neues Verfahren machen, was bestimmt 2 Jahre dauert und auch mit einigem Geld und Aufwand einhergeht, was unter Corona-Zeiten auch ganz schwierig ist. Bestimmte Gutachten lassen sich im Augenblick kaum erstellen, was die Einzelhandelssituation ist, weil durch die letzten 2 Jahre der Pandemie kriegt man keine repräsentativen Zahlen. Das wäre eine Herausforderung. Ob es überhaupt zustande kommt, hängt ja von 3 Faktoren ab, von 3 Seiten ab, nämlich MacArthur müsste dazu bereit sein. Die Politik in Remscheid müsste dem zustimmen und auch wir als Verwaltung müssen es uns zutrauen. Ich bin mir nicht sicher, wie MacArthur sich entscheiden wird. Die waren gestern genauso gebürstet wie ich auch und wir haben uns verabredet, im Februar nochmal in Ruhe darüber zu reden. Auf jeden Fall, eines können wir mitnehmen. Es wäre wirklich schwierig, einen Ersatz zu finden für jemanden, der 170 Millionen Euro mitbringt und in Remscheid investiert. Und welches Zeichen ist das für mögliche andere Investoren, genau, die in unsere Stadt investieren wollen und feststellen müssen, dass sich Baurecht ändert, dass Klageverfahren sich lange hinziehen, dass die Kompromissbereitschaft bei Klägern nicht gerade sehr stark ausgeprägt ist. Es war ja jetzt eine Person, die zwar stellvertretend für andere, aber eine Person, die geklagt hat. Und das macht das Ganze so schwierig. Der Satzungsbeschluss des Rates, also die klare Botschaft der Exekutiven hier, der Rat gehört ja hier auch zur Exekutiven, wir wollen das, ist damit ja ad absurdum geführt worden. Ich will das Klagerecht nicht in Frage stellen, nur dieses Signal an Investoren, und ich plädiere nicht für Wildwuchs, aber das Signal an Investoren, wenn das politisch auch tatsächlich gewollt ist von einer gewählten Mehrheit des Rates, dass dieser Willen
doch immer noch unter dem Vorbehalt möglicher Klagen steht, deren Ausgang teilweise sehr, sehr schwierig zu bewerten ist. Das Signal ist schwierig und das ist das, was nur so der zweite Kloß ist bei mir im Hals, der weit über das DOC hinausgeht. Ob das noch weitergeht, werden wir im Februar wissen. Und niemand könnte sicher sein, ob nicht nach einem zweiten Verbauungsplanverfahren wieder ein Kläger auf der Matte steht. Das ist ein zusätzliches Risiko, denn neues Verfahren, vorhabenbezogener Bebauungsplan, müsste das dann sein, wäre wieder auch mit Klagefristen versehen. Innerhalb eines Jahres, und das kann man gut hinauszögern, dann hätte man 2 Jahre mindestens Planungszeit, 1 Jahr Klagefristmöglichkeiten, das sind 3 Jahre, bis dann das durchgeurteilt wird, ist man schnell bei 5 Jahren. Ob die Geduld eines Investors so weit reicht, mal schauen, was sie uns sagen. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich werde nichts dazu sagen, bis ich das Gespräch geführt habe. Ich konstatiere Ihnen und ich gestehe Ihnen auch zu, dass Sie genauso wie wir nach dem gestrigen Urteil doch sehr betroffen waren und jetzt erstmal in Ruhe Abstand gewinnen wollen und dann ganz nüchtern entscheiden. Da hängen ja auch Refinanciers dran an diesem Projekt, amerikanische Investoren, und das müssen die entscheiden. Die haben viel Geld investiert und das könnte sich alles wie Rauch auflösen, das muss man dreimal überlegen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Ich habe jetzt bin jetzt fast 8 Jahre im Amt und vorher auch als Stadtdirektor. Damals noch erlebt die Befragung zu Lennep, initiiert von Wirtschaftsjunioren und Unternehmern, die sich alle so engagiert dafür ausgesprochen haben. Ich bin ja nicht müde geworden, immer wieder dafür zu kämpfen, weil ich von der Sinnhaftigkeit dieses Projektes überzeugt bin. Wir müssen das in Ruhe abwarten. Ich will erstmal, das ist ja nicht nur meine Entscheidung. Ich kann für die Verwaltung sprechen, aber der Rat hat ein ganz wichtiges Votum, die Bezirksvertretung natürlich auch, und der Investor muss gefragt werden. Aber ich sage es noch einmal, es ist ein Unterschied, ob wir die Chance haben, mit einem Investor ein attraktives Angebot für die Region, für die Stadt, für den Stadtteil zu schaffen. Dieses Angebot, das ist eine Stärkung für Wirtschaft, für Handel, für Arbeitsplätze, für Gastronomie, für Hotellerie. Oder jetzt überlegen, wie wir eventuell aus eigenen Ressourcen diese Flächen entwickeln. Das ist ein großer Unterschied. Und man findet mal nicht so gerade eben in einen Investor, der ein für die Stadt gutes und sinnvolles und die Stadt ergänzendes Projekt bereit ist, so viel Geld in Hand zu nehmen. Das ist eine einmalige Chance gewesen. Wir müssen mal in Ruhe abwarten. Ich denke mal, im Februar wird eine Entscheidung fallen, ob es weitergeht oder nicht. Und ich muss mich auf beides vorbereiten und bin das auch.